So, meine Lieben, Reihe 74 wartet auf uns. Wir beginnen sie mit zwei Luftmaschen unwenden. Und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, jetzt kommen sieben offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und die sieben. Jetzt einmal umhäkelt. Drei offene, eins, zwei und die drei. Na, geht durch, so, umhäkelt. Offen, umhäkelt, drei offene, eins, zwei, drei, umhäkelt, offen. Umhäkelt, dreimal offen, eins. Zwei und die drei, umhäkelt, offen. Umhäkelt, dreimal offen, eins, zwei. Drei,
Einmal noch geschlossen. Und jetzt kommen 7 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und die 7. Ja, und jetzt wieder unser Rand in jedes Stäbchen. Ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. Zwei Luftmaschen für die Höhe und wir gehen schon in Reihe 75. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen 6 offene. 1. 2. 3, 4, 5, 6, einmal umhäkelt. 5 offene, 1, 2, 3, 4, 5. Umhäkelt. Fünf offene. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, umhäkelt. 5 offene, 1, 2, 3,
4, 5 und einmal umhäkelt. Ich hoffe so, dass der Bobbel noch reicht. Fünf offene, eins, zwei, drei. Und die 5. Einmal umhäkelt. Ja, und jetzt 6 offene. 1. 2. 3, 4, 5 und die 6. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 3 und die 4. So, Reihe 76, 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 6 offene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Na, hat die Häkelnadel gehangen. So. Jetzt kommen 11 offene. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Elf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Hier nochmal auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und jetzt 6 offene. 1. 2. 3, 4, 5, 6 und jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 1, 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen für die Höhe und wir gehen in Reihe 77. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt kommen 7 offene. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7,
Jetzt kommen 9 offene. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Umhäkelt. Ein offen. Geschlossen. Neun offen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Geschlossen. Und jetzt 7-mal offen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 2, 3, 4. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir gehen in Reihe 78. Auf jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Reihe 78, in jedes Stäbchen ein Stäbchen.
Jetzt kommen 8 offene. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht. Einmal umhäkeln. Jetzt kommen 7 offene. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Geschlossen. 3-mal offen. 1. Zwei, drei, geschlossen. 7-mal offen. 1. 2. 3. 4, 5,
alle Fäden. 7. Geschlossen. Und jetzt 8-mal offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. In jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. Und damit haben wir die Reihe dann auch schon geschafft. Drei und die 4. So, Reihe 79, 2 Luftmaschen unwenden. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt kommen 9 offene. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht neun. Einmal umhäkeln. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Einmal umhäkeln. Und wieder 5 offene. Eins. Zwei,
3. Fünf, umhäkeln, fünf offene, eins. Zwei, drei, vier, fünf, umhäkeln. Und jetzt 9 offene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So, jetzt schauen wir uns das ganze Stück nochmal an, was wir heute geschafft haben. Hier sehen wir schon, wie sich das letzte Karo schließt. Das fängt hier an, geht hier lang und geht dann hier nach oben weg. Wie ihr seht, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Hier haben wir das eine Karo. Und hier, Moment, hier läuft das andere lang. So, das Stück hier haben wir heute gemacht. Also wie ihr seht, so langsam, aber sicher schließt sich das Ganze. Und man kann schon schön sehen, wo das Karo lang läuft. Das heißt, wir haben immer kleine Karos ineinander und die großen Karos, die auch noch mal ineinander laufen. Also wer mal eine Fleißaufgabe haben möchte, kann ja mal die ganzen Karos zählen, weil wir haben hier das große und dann nochmal die kleinen davon ablaufend.
sieht unser ganzer Tischläufer nochmal im Verlauf aus. Ich ziehe es nochmal so rum durch. Und da sieht man richtig schön, wie sich die Karos gleichmäßig durch den Tischläufer ziehen. Und hier fangen wir jetzt an und beenden und schließen unsere letzten beiden Karos. So, meine Lieben, damit entlasse ich euch heute in den Feierabend. Wir machen morgen weiter mit Reihe 80 bis Reihe 85. Und damit sind wir schon fast am Ende. Also dann kommen noch mal, glaube ich, 1-2 Folgen. Viel ist es auf jeden Fall nicht mehr. So, ich sage schon mal Dankeschön fürs Mitmachen. Verabschiede euch, wie gesagt, jetzt in den Feierabend. Und wir sehen uns dann morgen wieder für die Reihe 80 bis 85.